Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei LeonX. Ja, und heute wieder mal Black Ops 3. Ich bin wieder nicht alleine. Bei mir ist der Manuel. Hallo. Ja, und ja, was gibt's eigentlich zu erzählen? Wir waren vorhin im Kino, im Film Inferno. Mhm. Und der war ganz gut, ne? Kann man sich auf jeden Fall mal geben, ne? Auf jeden Fall. Ja. Und ja, was gibt's Neues bei Black Ops 3? Genau, ich hab's endlich geschafft, alle Sturmgewehre auf Gold zu spielen, damit Diamanttarnung freigeschaltet. Oh Gott. Damit ist Ziel 1 erfüllt. Und ja. Ziel 1? Hab ich jetzt Spaß. Als ob ich jetzt noch 35 andere Ziele hätte. Nein, jedenfalls deswegen spiele ich zurzeit mit dem Schwarzmarkt-Sturmgewehr. Und ja, das will man halt machen, ne? Ich will, um ehrlich zu sein, noch nicht immer die gleichen Waffen benutzen. Ich versuche jetzt mal was anderes. Aber ich will trotzdem bei den Sturmgewehren bleiben. Du hast ja auch eins aus dem Schwarzmarkt, ne? Ja. Du hast hier die Farmers. Ja, ich spiele hier gerade die MX Garand. Und ich muss sagen, die Waffe kann schon ein bisschen was. Es ist zwar mehr so ein, ja, es ist vom Aufbau her eigentlich ganz ähnlich wie die Shiva, die ich jetzt auch endlich fertig gemacht habe. Alter, komm schon, wirklich? Das kann doch nicht sein. Entschuldigung, das war keine Absicht. Oh Gott. Da laufe ich ihm in den Schuss. Wer schießt da? Wer so schießt da? Kann ich einen Kill finden. Zack. So, ja, die MX Garand ist von der Funktion her eigentlich ziemlich ähnlich wie die Shiva, auch nur Halbautomatik. Ein Schuss pro einen Drücker. Boah. Dafür hat sie den Vorteil, im Modus Hardcore, den wir gerade spielen, tötet sie die Männer mit einem Schuss, völlig egal wo. Im Standardmodus mit zwei Schüssen. Also, was heißt mit zwei Schüssen? Mit zwei Treffern. Aber ich schieße irgendwie aus Reflex trotzdem immer zweimal. Einfach aus Reflex, um sicher zu gehen. Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Einfach nur, um sicher zu gehen. Was? Ja. Ach, der Busch. Busch getötet. Der Busch. Alter, nein! Ja, der Busch, der war vorhin. Ja, er ist nicht auch wieder. Ja, toll. Es ist ja nicht das erste Spiel, das wir spielen. Also, wir haben schon mal davor schon mal einmal gespielt. Und zwar auf genau der gleichen Map. Und es war, ja. Na gut, nicht genau den gleichen Gegner. Aber es sind viele dabei, die vorhin auch dabei waren. Zum Beispiel dieser Busch, der im Gegnerteam ist. Den konnte man vorher schon nicht leiden. Aber jetzt wird das Ganze richtig schlimm. Boah, was war das denn? Manuel, was war das? Ich weiß es nicht. Ach komm, erzähl mir kein vom Pferd, was war das? Ich meine, was meinst du jetzt? Dieses Hupen oder was auch immer das war. Ihr habt mich Mörder erschreckt. Hä? Hupen? Hast du das nicht gehört? Oh Mann. Ja, ich hoffe, bei mir in der Aufnahme hört man das. Auf jeden Fall war hier gerade im Headset bei mir im Kopfhörer, aber auf einmal so eine Hupe, als hättest du dein Mikrofon vor einer Autohupe gehalten. Okay. Ich hab mich sau erschreckt. Hab ich mich gerade auch. Als auf einmal mehrere Leute auf mich drauf gehen. Alter, wollen. Nein! Oh, verdammt. Vorräte unterwegs. Wo ist meine Favorite Waffe, wenn ich sie brauche? Ich kann's ja. Nee. Nicht mit mir! Scheiße! Treffer versenken. Nein! Ey, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich Schnauze. Kein Treffer wieder, ist das euer Ernst? Was machst du denn? Schon wieder. Aber du hast es nicht drauf mit dem Ding, ne? Leg das besser weg. Nein, ey, komm, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich Schnauze voll. So. Jetzt spiele ich die M87 mit neuer Diamanttarnung, ey, ich habe die Schnauze voll. Weil nein, Scheiße, das kann doch nicht sein. Taucht der vor mir aus dem Nichts auf. Ah, yeah, du hast so richtig es, ja. Random um die Ecke. Alter.
Was soll das denn? Wo kam der Schuss her? Ach nö, mit Schrotflinte. Zack. Achtung, Achtung, feindliche Schwebeladung gesichtet. Doch scheißegal, solange die nicht auf mich zukommt. Alter, das kann doch nicht sein. Wieso kommt die immer auf mich zu? Jedes einzelne verfickte Mal kommt diese dämliche Schwebeladung auf mich zu. Genau auf mich. Verdammt. Ey, das kann... Es ist doch nicht dein Ernst. Was denn? Ich werf da gerade eine Stolperfalle hin. Genau in dem Moment zieht mich einer aus der gleichen Ecke ab. Und ich kann natürlich nicht reagieren, weil ich noch am Werfen bin. Boah, ich hätte dich gerade fast wieder abgeschossen, ne? Ja, ich frag mich, wo kommen die Schüsse her? Ich frag mich, was mit... Ich hasse diesen Namen, Scheiße. So, ich aktiviere mal Drohne. Hinter. Super. Alter, nein! Ach, Scheiße. So, jetzt spiele ich mal mit euren Waffen so. Zack. Damn. Damn, Digga, warum blockt der mich? Das ist Teammate? Ja, nein, der Teammate hat mich einfach geblockt, der hat einfach vor mir gestanden. Ja, wenn die dir einfach vor der Nase hängen, du kannst nichts machen, weil du sie sonst abschießt, ne? Genau. Ja, kenne ich. Habe ich auch schon öfters gemacht. Alter, das kann doch nicht sein! Egal in welche Richtung du guckst, es ist immer falsch. Wirklich? Da killt mich ein Teammate mit seiner scheiß Granate. Ja, es ist mir auch vorhin passiert. Wow. Also, ja. Ja, im letzten Spiel meine ich. Gott. Ich merke schon wieder. Oh Gott. Ey, nö. Jetzt habe ich schon wieder ein Teammate gekillt. Wenn sie einem ständig vor der Nase laufen, wenn man am Schießen ist, ne? Nein, es war so, der eine, ich hab den getötet. Ja. So, dann kommt, dreh ich mich um, dann kommt der eine um die Ecke gerannt, zum Teammate, und der tötet mich einfach eiskalt. Alter, nee. Ah, schade. Was ich ja auch schon mal hatte, da stand ein Teammate direkt neben dem Gegner und der hat's nicht bemerkt. Hab ich einfach geschossen. Und hab versehentlich den Falschen getroffen. Er war so, oh mein Gott, wenn er das jemals erfährt. Also, oh mein Gott, das gibt so eine Rache von dem. Und tatsächlich gab's die dann auch wenig später. Oh, ja. Super. Ich hab Last Kill gemacht. Schon wieder eine 2-0. Oder nicht? Nee, schade, noch nicht. Schade. Ich hab schon wieder eine 2-0. Ja, ey, das ist die ganze... Der hat vorhin... Wir haben so 3-4 Spiele vorher gespielt. Der hat ja jetzt alle zu über 2-0 gehabt. Ich werd nicht mehr. Und ich bin die ganze Zeit Zweiter. Der ist immer noch besser als ich, der Affe, Alter. Nein. Du kriegst mich nicht. Und ich hab monatelang nicht gespielt. Ja, aber das zeigt ja wieder mal, du hast es nicht verlernt. Du kannst es immer noch. Ja. Ja. Du hast es immer nicht. Definitiv nicht. Nein, definitiv nicht. Nee, also, ja, das war ein Spiel von mir und Manuel, wenn wir so ganz normal zocken und uns irgendwas aufregt. man sieht's hier, er ist klar, der Bessere ist ja auch so, obwohl er lange nicht gespielt hat. Das war's auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei dir, Manuel, war mal wieder schön. Schaut mal bei den anderen Kanälen vorbei, stehen alle unter Videobeschreibung, auch Manuels Kanal. Ich weiß ja nicht, du hast ja irgendwas gesagt, du wolltest ja jetzt ein bisschen aktiver werden demnächst wieder. Da habe ich das Problem mit meiner Arbeit. Das ist ein bisschen. Ja, das habe ich auch zum Teil. Aber das kriegt man irgendwie hin. Naja, ansonsten lasst mir einen Daumen hoch da und auch gerne ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Ja, wie gesagt, schaut bei den anderen Kanälen vorbei. Lasst denen auch einen Daumen hoch und ein Abo da und dann sag ich mal, bis dahin. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was.